Da muss sowas schneller gehen. So, jetzt geht's los hier. Kommen jetzt Skeletttypen oder was kommt? Natürlich kommen Skeletttypen. Boah. Frame-Einbrüche des Todes. Komm, hopp. Greif an. Hallo. Gott sei Dank, ey. Thank you. Braucht deine Herzchen nicht. Hopp, hopp. Ba, 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 ba. Gunner ist zwar Phase 2 auch mit allem verletzbar, aber beim Punkt nimmt er keinen Schaden mehr. Dann musst du halt das Masterschwert nehmen, sonst geht halt nicht weiter, ne? Ja. Und ich werde einfach in Phase 2 werde ich dann das Masterschwert nehmen. Mach mal einfach, weil sonst geht das Spiel nicht weiter. Ja. Wir haben dann alles getan, was wir machen konnten. Ich meine, länger kann das Projekt dann eh nicht mehr gehen. Also muss ich die Strafe dann missachten. So. Komm, I say da. Ey, komm, ich krieg Schaden. Du musst dich nicht hier rummerkeln. Lass mich einfach Schaden bekommen. Hopp, Tür auf. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Vielleicht kommt noch so ein hässlicher Zombie. Jetzt müsste ja alles vollstehen mit Zombies so. 50 Stück. Sind das normalerweise auch zwei Zombies? Noch 16 Sekunden. Komm, Zelda, renn. Ich hab keine Zeit. Lauf schnell leer. Komm schon. Komm schon. Normal nur einer, ja. Eben. Die haben es echt schwerer gemacht. 5 Sekunden, Alter. Ja, wir haben es geschafft. Gut. Und das geht doch gut, oder? Haben wir gut gemacht. Und das mit dem Hammer ohne Schwert. Geil, locker, easy. Schön. Für die Trägerin des Triforce, der Weiser denkt, diese Zelda ziemlich irrational. Ja, das stimmt wohl. Ist im Original auch zu einfach. Ja, das stimmt. Da hast du wirklich eine Minute immer so ungefähr übrig. Aber hier eine Minute weniger und dann ohne Schwert. Also das ist schon knackig. Weil mit dem Bicoron-Schwert geht das halt auch richtig schön schnell, diese Skeletttypen killen, ne? Das ist dann halt richtig einfach. Aber jetzt so mit dem Hammer. Hm. So, Leute, es geht ins Finale. Ganon die Sau hat nämlich noch ein bisschen Kraft und verwandelt sich. Der kleine Penner. Ich mit meinen rosa Haaren, ne? Navi entschuldigt sich, dass sie nicht helfen konnte, weil sie durch die Kraft des Bösen gebannt wurde. Aber jetzt kann sie mir ja helfen. So. Es geht los, Leute. Der finale Kampf gegen Ganon. Oder Ganin. Link, nehmt euch das Schwert in die Hand. Die Deko-Händler sind nun tot, da Ganon durchs Schloss eingestürzt ist. Auf die Armen. Hast recht. Ganon. Ja, wir haben ja eh kein Schwert mehr, ne? Okay, Leute. 5 auf Ganon. Danke, danke. Jetzt könnte ich übrigens mal die Schuhe ausziehen. Hallo? Du.
Ach, schön. Das ist halt auch einfach so episch, der Kampf, ne? Ich liebe es. Oh. Ist das Schwänzchen oben? Treffe ich ihn nicht. Zack. Und Leute, ist viel zu easy, oder? Wenn man weiß, wie. Schneller und agiler? Nee, ich glaube nicht. Finde ich zumindest nicht so. Vielleicht hält er ein bisschen mehr aus. I don't know. Oh nein, zweimal daneben. So. War wohl zu lange beim Volleyballspielen. Ja, langsamer und schwächer. Link, der Master Sword. Ja, Leute, jetzt machen wir mit dem Master Schwert fertig, okay? Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich habe jetzt alles gemacht. Hattest du nicht mal gesagt, dass man den Schwanz mit Dekonüssen treffen kann? Können wir mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Ja, kann man das? Ich glaube, man kann ihn paralysieren. Man kann nicht den Schwanz mit Dekonüssen treffen. Ah, doch, kann man tatsächlich. Ja, man kann den Schwanz mit Dekonüssen treffen. Lol. Das ist ja krass. Man kann übrigens den Schwanz mit Dekonüssen treffen. Danke für den Tipp, Shero. Ah, hier kommen immer wieder coole Tipps zusammen. Nice. Neuer Short für den Kanal. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal gemacht? I don't know. Ist schon lange her, dass ich die Shorts gemacht habe. Die Welt wurde gerettet durch die Dekonüsse. Hero. Nichts ist besser an einem heißen Tag als ein kochend heißes Bad. Wenn du das denkst. Aber soll ja wirklich gut sein, ne? Auch so heißen Teelen zu trinken, weil man dann weniger schwitzen soll. Finde ich zwar nicht, weil ich fange direkt an zu schwitzen, wenn ich an heißen Tag heißen Tee trinke, aber wer es mag, von mir aus. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem Master Schwert. Oh. Ich glaube, jetzt ist er agiler. Jetzt kam er mir wirklich agiler vor. Rennt auf jeden Fall schneller. Aber Leute, es ist vorbei. Jetzt kommt das Finale. Da ist der Strahl von Zelda. Und hier ist der finale Schlag von Link. Mit dem Master Schwert. Wir können es natürlich auch mal mit dem Hammer versuchen. Vielleicht geht das auch. Nee. Man muss Master Schwert nehmen. Tut mir leid, ich habe alles versucht. Aber jetzt ist es vorbei. Mit Dekonüssen. Und die Kamera hat Lust auf Garnons epische Bauchmuskeln zu starren. What? TJ. Mann. Creators of Hyrule. Ja, jetzt wird Ganondorf versiegelt. Der Zeitpunkt, an dem weitere Generationen verflucht wurden an Links und Zeldas. Ja, es ist immer wieder episch, ne? Dieser Endkampf ist saumäßig episch, dass der hier noch so krass versiegelt wird, dass wir verflucht werden am Ende. Da könnten sich so viele Spiele halt einfach eine Scheibe von abschneiden an so einem Ende, an so einem Finale, allgemein an diesem Game. Geilo. Geilo, Leute. Sie hätten ihn komplett töten sollen, ja. Einfach schön mit dem Speer durch den Kopf und dann einmal umdrehen.
Aber dann hätte man nicht so viele Zelda-Spiele gehabt, ne? Hätte man nicht so viele Zelda-Spiele gehabt. Wenn sie ihn umgebracht hätten. Und so schließt sich der Kreis mal wieder. Ja, Leute. Es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Das ultimative Zelda-Abenteuer. Das ultimative Ocarina of Time-Abenteuer. Der Goldquest-Hack. Ist erledigt. Du bist gefährlich. Ja. Es ist geschafft. Wir haben ihn zu 100% durchgespielt. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir das echt zu 100% hinbekommen. Aber mit euch zusammen haben wir das geschafft. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch für die großartige Hilfe. Es war wirklich ein tolles Projekt, eine tolle Zeit. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir werden genau bei 100 Parts rauskommen. Denn das hier geht jetzt ungefähr noch eine Stunde. Und wir werden genau 100 Folgen gebraucht haben für dieses Projekt. Mal ging es eine halbe Stunde, mal 20 Minuten eine Folge. Aber insgesamt sind 100 Folgen auf dem Kanal erschienen. Für diesen ultimativen, krassen Hack. Und wir haben ihn zu 100% durchgespielt. Wir haben 100 Folgen gebraucht. Wir haben es gegen das Death Wheel geschafft. Warum ist die Ocarina golden? War die schon vorher golden? Habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Unglaublich. Also im Schnitt 1% pro Part. Genau. So ungefähr haben wir das auf die Ketten bekommen. Man muss natürlich dazu sehen, wir haben auch viel gelabert, ne? Das gehört halt in einem Stream mit rein. Wir sind halt auch oft gestorben, auch rein wegen dem Death Wheel. Ich denke mal, ohne Death Wheel wäre es vielleicht 70 Parts geworden oder 80. Weil das haut schon echt rein, wenn du aufpassen musst. Aber wir haben es geschafft. Das ist ja die Hauptsache. Das ist die große Hauptsache. Ja, die Ocarina war auch schon immer aus Gold. Oh, guck mal. Die kennen wir doch. Ich glaube, die Credits sind sogar ein bisschen anders. Guck mal, jetzt stehen da die Zombies rum. Kennt ihr die noch? Das war die eine, die hier in der Gerudo-Arena war. Die hatte die ganzen Zombies um sich rumgeschart. Und jetzt überrennt die einfach die Gerudo-Festung mit ihren Zombies. Das wäre doch echt hart, oder? Guck mal, die fackelt einfach Kakariko ab. Die übernimmt die Welt. Guckt mal. Du Scheiße. Ja, wir haben sie nicht aufgehalten. Die ist eigentlich die Bedrohung gewesen, nicht Ganondorf. Ganondorf wollte uns alle retten. Oh, Kacke. Das war's. Jetzt kommen Zelda Gold Quest 2. Der Kampf gegen die böse Hexe. Genau, das habe ich auch gerade gesagt, Kitsune. Da ist sie. Alter, einfach den Goron in Flammen gesteckt. Wie krank. Ich habe es immer gesagt, Ganondorf ist der wahre Held. Ja, auf jeden Fall. Ja, Leute. Falls ihr Bock habt, ne, wie gesagt, jetzt gerne dem Discord joinen. Und ich werde mal Scribble.io gleich raussuchen, werde da einen Link reinposten. Dann können wir da alle zusammen noch eine Runde zocken. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. In großer Anzahl. Ihr könnt dann auch dem Server beitreten. Da können wir alle zusammen ein bisschen quatschen, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt das übers Handy spielen, über den Computer spielen. Das müsste alles funktionieren. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen malen und raten, was gemalt wurde und Sachen erkennen. Ist ziemlich witzig, gerade in großer Runde. Wenn ihr da Bock drauf habt, gerne dem Discord, Alter, der guckt hier rüber, dem Discord beitreten und dort dann bitte, Alter, was ist denn mit dir? Hallo Leichti! Ja, leider schon vorbei. Aber du kannst gerne jetzt mit beim Community-Match mitmachen. Also wir gehen jetzt gleich in den Discord rein und werden noch eine Runde zocken. Scribble.io, da werde ich gleich einen Link reinposten in den Discord. Wenn du da noch nicht drin bist, gerne beitreten. Da kannst du gerne noch eine Runde mitzocken und mit uns reden. Falls du Lust hast, vielleicht, wenn du keinen Bock hast, auch ohne reden. Einfach
Nee, wir machen das nicht auf YouTube weiter. Also ich werde jetzt noch hier die Credits durchlaufen lassen und dann werde mal das kurz besprechen und dann wird der Stream auch ausgemacht. Aber sie freuen sich wenigstens alle. Und gleich kommt die Zombie-Herde und tötet alle Menschen. Oh je. Ja, was kann passieren, ne? Ihr habt's gesehen, die hat alles einfach überrannt mit ihren Zombies. Ein bisschen eskalieren hier mit unserem Glücksrad. Und der liebe Mido ist auch am Start. Wie sympathisch das wirkt. Was meinst du? Aber nice, dass du durchgezogen hast. Nee, ist nicht so meins mit dem Malen. Schade. Hätte mich gefreut. Der Abspann, ja. Der Abspann ist immer mega cool. Das ist halt auch so alt, das Game, ne? Und das haben die so mal so krass gemacht. Das sind halt einfach so viele Spiele. Ah, wenn die das so gemacht hätten. Naja. Egal. Das ist so gut gemacht. So gut inszeniert. Wo kann ich dir zugucken bei Scribble? Na, du kannst nur mitmachen. Zugucken ist heute nicht. Ba, 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 ba. Jo, die Story ist episch. Richtig. Ja, und Navi zieht von dannen. Warum auch immer sie weggegangen ist. Nächster Stream findet leider erstmal nicht statt. Auf unbegründete Zeit, unbestimmte Zeit. Also das war jetzt vorerst erstmal der letzte Stream, aber weiterhin kommen natürlich viele Let's Play Projekte. Aber auf unbestimmte Zeit werden die Streams jetzt erstmal aussetzen. Aber es wird irgendwann auf jeden Fall wieder Streams geben. Present by Nintendo. Das wird wohl nie geklärt mit Navi. Ja, haut einfach ab, ne? Und denkt so, hä? Wo ist er hin? Ich gehe jetzt erstmal zu Zelda. Egal. Was ist Scribble? Also das kann man erstmal über den Computer oder über das Handy spielen. Ich würde da, wie gesagt, einen Link in Discord reinposten. Da könnt ihr dann einfach draufdrücken und der Gruppe hinzufügen. Das ist dann quasi sowas, du malst ein Bild und... Alter, was da ist er? Da ist er einfach. Du malst ein Bild und dann musst du erkennen, was der andere gemalt hat, musst das beschreiben, dann wird es an den nächsten weitergeschickt. Ist so ein bisschen malen, erkennen und ist ziemlich lustig, muss man sagen. Einfach mal eine Runde mitmachen. Alter. What the heck? Legend of Zelda. Ocarina of Time. The End. Es ist einfach die Geißel von ihr. Was soll uns das sagen? Guter Move, nachdem er gesehen hat, was für eine heiße Schnitte sie in 7 Jahren sein wird. Ja, aktuell hat sie noch keine Haare. Gut, Leute. Also, ich würde sagen, alle, die mitmachen wollen, Discord beitreten oder in Discord reingucken. Ich bereite das mal eben vor. Ihr könnt da auch schon mal in den Sprachchat reinjoinen. Ich komme da auch gleich rein und dann... Leg mal los, würde ich sagen. Alle, die Bock haben. Ne? Einfach reinjoinen in den Sprachchat. Ich verabschiede mich schon mal für alle Leute auf YouTube. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und seid auch bei einem anderen Projekt wieder mit dabei. Wie gesagt, vorher ist das letzte Live-Projekt.
Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure rege Teilnahme und hoffe, ihr seid auch bei weiteren Projekten wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Das war's von mir, euer Zelda-Junge. Und wie gesagt, auch an euch alle da draußen auf YouTube. Dreht gerne dem Discord bei. Wir werden wahrscheinlich öfter mal jetzt so ein bisschen Community-Zeug machen. Und vielleicht auch mal Mario Kart oder Super Smash oder sowas zocken. Da könnt ihr auf jeden Fall immer mal mit am Start sein. So. Ja, wie gesagt, alle, die Bock haben, Community-Chat, Discord-Chat und Discord beitreten. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.